Es geht fröhlich weiter, Störung über Störung. Hier ist euer leicht psychopathisch-chaotischer Chris. Neues Thema, neue Störung. Und wenn ihr natürlich mehr von unseren Störungen und unseren ganzen Messungen sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da, ein Like da und let's go! Ja, heute sehen wir uns mal das Thema Vereisung an einem Verdampfer an und warum eigentlich Abtauen so absolut wichtig für uns ist. Ich könnte jetzt natürlich wieder zu Chantal zurückgehen, ich könnte zu Kevin zurückgehen, aber heute bleiben wir einfach mal technisch, weil es ist ja ein allgemeines Problem und ja, reden wir einfach mal darüber. Jeder von uns Kälteanlagentechniker kennt es. Jeder von uns hasst es. Es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wie im Hochsommer dazustehen und ihr müsst in eine Tiefkühlzelle reingehen, so von plus 35 Grad Außentemperatur, so abschön bei minus, was ich sage jetzt mal minus 10, minus 12, weil die Anlage funktioniert ja nicht, reinzugehen und händisch einen Verdampfer abzutauen. Wie entstehen Vereisungen eigentlich? Und dieser Sache gehen wir jetzt einfach mal auf den Grund. Es gibt so klassische, ich sage mal, Punkte, die wir abarbeiten können, wie eine Vereisung entstehen kann. Ich möchte natürlich mal darauf hinweisen, dass die Punkte, die ich erwähne, natürlich nicht alle Punkte sind, wie eine Vereisung entstehen kann, aber die gängigsten. Und ich glaube auch die einfachsten und schnellsten zu finden und zu beheben. Gehen wir mal systematisch das durch. Die Abtauung funktioniert einfach nicht. Wenn die Abtauung allgemein nicht funktioniert, dann wird die Anlage irgendwann früher oder später vereisen. Zweitens, was viele nicht auf dem Schirm haben, wäre natürlich ein Kältemittelmangel. Drittens, es wäre ein kompletter Bedienfehler von unserem Kunden. Auch das kennen wir natürlich alle miteinander, aber das ist so eine Variante, da sollte man mit Vorsicht dran gehen. Punkt 4 ist natürlich ein defekter Ventilator beim Verdampfer zum Beispiel. Und Punkt 5, eure Drosselung funktioniert nicht. Aber bevor wir jetzt die einzelnen Punkte abarbeiten, sollten wir uns mal darüber Gedanken machen, wann brauche ich überhaupt mal eine Abtauung? Ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Abtauarten und die passe ich natürlich immer darauf an, welche Raumtemperatur ich erreichen möchte, welche Sachen ich zur Verfügung habe, etc. etc. Wenn ihr natürlich mehr über Abtauen wissen wollt, entweder ihr wartet auf ein neues Video oder ihr schaut natürlich eines von unseren alten Videos an. Da habe ich die Thematik auch schon einmal besprochen. Nur jetzt kurz zur Einleitung bezüglich der Abtauung. In dem Moment, wo unsere Verdampfungstemperatur nahezu den 0 Grad geht oder sogar noch in den Minusbereich geht, ja, muss ich zwingend die Anlage abtauen. Ist natürlich klar, weil das Kondenswasser, was entsteht, weil wir ja Feuchtigkeit aus dem Produkt rausnehmen, das würde natürlich bei einer Verdampfungstemperatur im Minusbereich einfrieren und das muss irgendwie weg. Da gibt es natürlich einige Unterschiede wie Umluftabtauung, Elektroabtauung, Heißgasabtauung und, ja. Aber da gehen wir immer in die Richtung hin, welche Raumtemperatur habe ich, wie tief geht die Verdampfungstemperatur runter und dann ist die Wahl der Abtauung natürlich ganz, ganz wichtig. So, damit wir jetzt wissen, okay, wir brauchen eine Abtauung, wie zum Beispiel eine Tiefkühlzelle oder eine Normalkühlzelle, schauen wir uns jetzt mal die Punkte Schritt für Schritt an und checken mal ab, was geht. Gehen wir, Abtauung funktioniert nicht. Naja, was kann an der Abtauung funktioniert nicht? Ja, so alles kaputt sein. Die Heizungen könnten kaputt sein bei der Elektroabtauung. Es könnte bei einer Neuanlage zum Beispiel, also wenn ihr wirklich eine frische Inbetriebnahme habt und die Anlage ist vielleicht die erste Woche gelaufen, der Kunde ruft nach einer Woche an, sagt, hey du, da bietet sich Eis, dann könnte natürlich auch ein Programmierfehler liegen. Also Programmierfehler meine ich natürlich damit, dass vielleicht irgendwelche Parameter im Regler nicht richtig eingestellt worden sind, dass er zum Beispiel eine Elektroabtauung hat. Und das weiß er gar nicht und schaltet die Heizung vielleicht gar nicht ein. Vielleicht ist die Inbetriebnahme etwas zügiger vorangegangen, als was man geplant hatte und dadurch hat man das übersehen. Für uns Oldschool-Techniker gibt es natürlich auch noch den kompletten Klassiker. Also ich möchte ja nicht nur jetzt auf Regler und Co. eingehen bei dieser Thematik, sondern für uns alte Menschen, wie wir halt so sind, oder erfahrene und weise Menschen, gibt es noch die klassische Schaltuhr.
Und das ist eine ganz, ganz gängige Störung früher gewesen, wenn eine Anlage vereist ist, dass einfach die Schaltuhr kaputt gegangen ist. Und die geht einfach mal kaputt. Ich glaube, das kennt jeder. Natürlich könnte, wenn ich jetzt schon sage, die Schaltuhr könnte kaputt sein, könnte natürlich auch das Regelorgan kaputt sein. Also davor habe ich ja gesagt, ja, bei einer neuen Betriebnahme könnten die Parameter verstellt sein. Bei einer vielleicht schon in der längeren Betrieb stehende Anlage könnte der Verdampferfühler defekt sein. Es könnte der Regelkontakt selber für die Heizung kaputt sein. Das heißt, er schaltet zwar auf Upturn um, aber er schaltet den Kontakt nicht. Es könnte die Heizung, habe ich eigentlich vorher schon erwähnt gehabt, kaputt sein, aber da gibt es auch wiederum mehrere Punkte. Ja, fällt die Sicherung oder hat schon irgendjemand die Heizung abgeklemmt? Es gibt so viele Punkte, einfach mal das Messgerät auspacken und anfangen zu messen. Und da sind wir schon wieder dabei. Jetzt brauche ich natürlich ein sogenanntes Spannungsmessgerät. Wenn man jetzt natürlich die Ursache eines defekten Reglers, eine defekte Zeitschaltuhr oder den gleichen, was noch immer drin ist, SPS, whatever, dann fange ich einfach an, okay, von wo kommt die Spannung her und bis wohin geht sie? Und wenn die Spannung natürlich schon bis zur Heizung geht oder bei einer Heißgasabdauerung bis zum Magnetventil geht und es funktioniert, dann liegt höchstwahrscheinlich nicht an einem technischen Defekt. Außer natürlich, der Fühler ist kaputt und schaltet die Heizung zu früh weg. Auch das sind so kleine Punkte, man braucht ein bisschen Zeit. Wenn man es natürlich nicht gleich offensichtlich sieht, wenn ich natürlich jetzt messe und die Spannung ist weg und die Heizung wird gar nicht eingeschalten, dann gehe ich halt retour und sage, okay, was schaltet die Heizung aus? Und so kann ich relativ schnell identifizieren, ob es ein mechanischer Defekt ist oder nicht. Bei dem Punkt, den ich vorher erwähnt habe, bezüglich einem defekten Ventilator. Ich würde eher davon ausgehen, dass ich da jetzt nicht unbedingt ein Messgerät brauche. Wenn ich in den Raum reingehe und ich bin auf kühl eingestellt, mein Regler sagt mir, der Ventilator sollte laufen und er läuft nicht, dann sehe ich ja schon optisch, okay, da läuft der Ventilator nicht und ich kann mich gleich direkt darauf fokussieren, warum läuft er nicht. Aber Vorsicht! Auch da gibt es wiederum die Punkte, es kann sein, dass der Regler euch hinschreibt, Ventilator sollte laufen, aber er schaltet zum Beispiel den Kontakt nicht frei. Oder ein anderes Beispiel, der Regler sagt gar nicht, der Ventilator soll laufen. Ihr geht rein, ihr seht, aha, der Ventilator funktioniert nicht, der ist kaputt. Also um euch wirklich die hundertprozentige Sicherheit geben zu können, müsst ihr auch da wieder euer Spannungsmessgerät nehmen und direkt am Ventilator messen, bekommt ihr die Spannung, ja oder nein. Aber natürlich, was ich natürlich meine mit diesen optischen Schauen, liegt einfach darin, dass ihr schon diesen Richtwert habt, dass ihr nicht irgendwo anfangen müsst zu messen und erstmal beim Regler anfangen und hier und da und jenes oder ist die Abdauerung oder dies oder das, sondern ihr seht, okay, es ist der Kreis vom Ventilator, der läuft einfach nicht und dann euch erst hier die Punkte überlegen, was das sein kann. Jetzt komme ich zum schwierigsten Thema der ganzen Geschichte. Das schwierigste Thema einer Vereisung ist der sogenannte Kältemittelmangel. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, viele Leute sagen, ah, wie kann eine Anlage vereisen, wenn ich einen Kältemittelmangel habe? Es vereist ja eher, wenn ich zu viel Kältemittel drin habe und das Ventil das gar nicht wegregeln kann. Bei einem Kältemittelmangel kann das gar nicht passieren. Doch kann es. Tatsächlich, es kann passieren. Warum? Nehmen wir jetzt eine normale Kühlzelle her. Nehmen wir eine Kühlzelle her, die, so sagen wir mal, standardmäßig mit plus 6 Grad Celsius Raumtemperatur läuft. Und wenn wir ein paar Videos davor gucken, dann wissen wir, okay, 10 Kelvin hinunter, minus 4 Grad Verdampfungstemperatur. Minus 4 Grad Verdampfungstemperatur bei 6 Grad Raumtemperatur kriege ich in den meisten Fällen mit einer sogenannten Umluftabdauung in den Griff. Das heißt, ich brauche gar keine Elektroabdauung oder sowas in Richtung. Aber was passiert bei einem Kältemittelmangel tatsächlich? Beim Kältemittelmangel passiert eins, der Druck sinkt. Und wenn der Druck sinkt, sollten wir mittlerweile wissen, dass auch dann die Temperatur sinkt. Das bedeutet im Klartext, dass ich spritze dann nicht mehr ein mit minus 4 Grad Celsius, sondern ich spritze auf einmal ein mit minus 10 und minus 12 Grad Celsius. Je nachdem natürlich, wie schnell der Kältemittelmangel das Kältemittel rauslässt, das heißt, wenn es nur über Zeit geht, dann spritzt das Expansionsventil relativ langen Zeitraum mit einer viel tieferen Temperatur ein und es bildet sich ab dem Ventil aufwärts, also ganz am Anfang, eine sogenannte Eisfront, die halt immer mehr und immer mehr anfängt zum Wachsen. Wenn natürlich der Kältemittelmangel relativ schnell geht, dann passiert das natürlich nicht, weil dann ist ja auch kein Medium mehr da, dass er irgendwie da was ansetzt. Aber das passiert sehr häufig. Und jetzt kommen wir dazu, dem wichtigsten Punkt, wenn ich so etwas feststellen möchte, ob es ein Kältemittelmangel ist oder nicht,
dann muss ich eine Sache tun. Es tut mir wirklich leid, dass ich euch sagen muss, aber packt das warme Wasser aus, packt den Heißluftföhn auf oder was ihr alles zur Verfügung habt und taut zuerst einmal den Verdampfer händisch ab. Weil solange ein Eis auf dem Verdampfer drauf ist, könnt ihr messen, was ihr wollt. Ihr werdet kein vernünftiges Ergebnis bekommen. Er muss eisfrei sein und erst dann könnt ihr sagen, okay, ich hänge jetzt ganz normal mit Manometer an. Ich messe meine Verdampfungstemperatur, ich messe meine Überhitzung und ich messe meine Unterkühlung und meine Verflüssigungstemperatur. Obwohl ich jetzt sagen muss, in den meisten Fällen reichen Messpunkt 1 und 2 vollkommen aus. Ich sehe da, okay, die Anlage läuft, sie ist eisfrei, sie läuft. Wir haben eine Verdampfungstemperatur und wir haben eine sehr, sehr große Überhitzung, aber eine sehr tiefe Verdampfungstemperatur. Dann weiß ich schon, dass wir hier wahrscheinlich einen Kältemittelmangel haben. Natürlich gibt es natürlich, was ich vorher gesagt habe, die Möglichkeit, dass ein Drosselorgan defekt ist. Und dann gibt es wiederum zwei Punkte. Punkt 1 natürlich genau dasselbe, was ich jetzt gesagt habe. Es macht nicht weit genug auf, spritzt einfach viel zu tief ein. Aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall jetzt in dieser Variante. Es macht zu weit auf und es fährt vollflüssig durch. Wir haben nicht genug Wärmeenergie, dass wir das Kältemittel ausdampfen können. Und es setzt sich dadurch vielleicht ein bisschen mehr Eis an. So, und die letzte Variante, die ich natürlich meistens nicht hoffe, weil es halt diese Riesendiskussion mit den Kunden immer zum Tun hat, weil ihr müsst zum Kunden sagen, du bedienst deine Anlage einfach falsch, liegt einfach darin, dass die Anlage tatsächlich verheizt, weil die Türen zu lang offen bleiben oder es zu warme oder zu, also ich kenne das aus den Küchen, da ist es immer so, die legen auf einmal einen 80 Grad heißen Suppentopf ja, in die Tiefkühlzelle rein und wollen ihn einfrieren und wundern sich dann, warum das ganze Ding vereist. Oder defekte Dichtungen und solche Geschichten, keine vernünftige Wartung gemacht. Das ist in den meisten Fällen ein bisschen ein Bedienfehler in die Gerichte. Das zählt man ein bisschen zu den sogenannten Bedienfehlern und das natürlich mit Kunden zu diskutieren ist absolut schwierig, aber ja, wenn ihr technisch alles ausschließen habt können, dann müsst ihr euch die Arbeit antun, stellt euch zum Kunden hin und sagt ihr, hey du kannst mit deiner Anlage einfach nicht umgehen, ich zeige dir, was du machen sollst, ich erkläre es dir fachlich und technisch noch einmal, dass man die Tür in einer Küche nicht eine halbe Stunde lang offen lässt und die Ventilatoren und die Kälteanlage mitlaufen lässt, weil sie sich irgendwann mal fachgemäß ankotzt. Und natürlich auch noch hier zur Erklärung, weil sie natürlich viele Leute fragen, die vielleicht noch nicht so tief in der Materie drin sind, warum ist denn jetzt eigentlich so eine Vereisung so schlimm? Im Endeffekt, wir wollen ja es kalt haben, da kann ja auch Eis da sein, in einer Tropfsteinhöhle ist ja auch kalt drinnen. Ja, wer ein bisschen bei den ersten Videos aufgepasst hat, weiß, wir wollen ja die Wärmeenergie aufnehmen von dem Raum. Und wenn wir eine sogenannte Blockade bei den Lamellen haben, dann können wir auch tatsächlich keine Wärmeenergie mehr an unser Kältemittel abgeben. Und da haben wir natürlich den Punkt, es schaut zwar von allen Messwerten ja so aus, dass es alles ziemlich cool ist, wir haben pure Leistung, wir haben vielleicht kleine oder gar keine Überhitzung und denkt sich halt wirklich pure Leistung. Mein Gott, die Anlage macht, was sie machen soll. Nein, tut sie nicht, weil sie hat nur deswegen diese kleine Überhitzung, weil wir einfach keine Wärmeenergie unserem Kältemittel zuführen können und somit verdampft es nicht. Und solange wir die Wärmeenergie nicht aufnehmen können, weil wir halt in dieser Phase, in diesem latenten Bereich sind, bringt uns dieser Eisblock genau rein gar nichts. Auch wenn man ein bisschen denkt, ja, früher hat man ja auch einen Keller genommen, da hat man ja nur so große Eisblöcke reingestellt und damit hat man die Lebensmittel ja kalt gehalten. Ja, aber nicht in der heutigen Zeit, das war früher so. Mittlerweile leben wir davon, dass wir Wärmeenergie entziehen können und keine Eisblöcke mehr irgendwo hinstellen müssen. Und wenn ihr natürlich mehr über Störungen oder Messwerte oder was noch alles kommt sehen möchtet, dann lasst doch einfach ein Abo da, liked das Video, kommentiert mir einfach, was für skurrile Vereisungen habt ihr eigentlich schon mal in eurem Leben. Wenn ihr darüber diskutieren wollt, ich bin regelmäßig auf Twitch online, da können wir über die gesamten Videos auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen oder uns vielleicht länger darüber unterhalten. Und wenn ihr wissen wollt, wann, wo und wie ich online bin, dann seht einfach bei Instagram oder TikTok vorbei. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen eisfreien Sommer. Ich meine natürlich das Eis zum Lutschen. Das ist natürlich gut. Das Eis am Verdampfer ist natürlich schlecht. In diesem Sinne, euer Chris. Macht es gut. Ciao, ciao.